Es gab genau einen Kommentar, dem die Autos im letzten Video nicht gepasst haben. Dem feinen Herrn waren die Autos darin zu alt. Also hängen wir uns nun auf an einem Kommentar, um diesen einen reinzuwirken und dementsprechend zu erniedrigen. Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Parameter. Es wird bis zu einem Preis von 20.500 Euro gesucht, da die 500 Euro runterhandeln schon als Meilenstein im eigenen Leben gilt. Das Auto muss aussehen, als wäre man ein impotenter Biolehrer, der leidenschaftlich den passiven Geschlechtsakt vollführt mit seinem Verlobten, und es darf nicht älter sein als seine eigene Ex-Freundin. Wenn ihr auch findet, dass ich angemessen reagiere, dann gebt dem Video gefälligst einen Daumen nach oben, wenn ihr eurem Nachbarn AIDS wünscht. Genug des obdachlosen Verhalten und beginnen wir mit dem VW Golf 7, dem NPC-Statussymbol Nummer 1, das für feuchte 50er Jahre Unterhosen sorgt. Dieses Auto ist so innovativ wie Menschen mit einem Löwentattoo. Jetzt weiß die ganze Welt, wie mutig du bist, um dir deinen Männerhaarschnitt rot zu färben, Jenny. Vielen Dank. Primär wird hier nach wenigen Kilometern und Angeboten von Händlern geguckt. Solche Teile kosten 13.000 Euro und geben den Leuten das Gefühl, den Schnapper des Jahres gemacht zu haben. Ausstattung ist meist unwichtig. LED-Tagverlichter und Automatikgetriebe sind unnötige Kostenapparate, insofern was kaputt geht. Wir sind ja immer noch bei Volkswagen. Selbstverständlich wird ein Golf dann nur in der Stadt genutzt, und in Großstädten macht ein Schaltgetriebe ja natürlich Sinn, weil man ja weniger verbraucht. Zumindest hat man so das in Erinnerung, als Automatikgetriebe noch optional waren bei Oberklasse-Modellen. Ein Golf kann alles, wenn er will, außer gut aussehen. Er ist ja nicht umsonst das meistverkaufteste Auto, also muss er ja gut sein. In der Tat ist der verbaute Motor EA211 in der Geringverdiener-Variante solide, dank Zahnriemen. Vorher hatten die Motoren Steuerketten verbaut und man konnte sich damit im Prinzip aufhängen, weil die gerne deutlich vor 100.000 Kilometer den Geist aufgaben. Theoretisch ist der Golf auch ein ideales Stadtauto, aber es ist immer ein komisches Gefühl, wenn man in der Nähe von Kindergärten parkt. Man wird schnell assoziiert mit den Freaks, die Carsten Stahl auf Facebook blockiert haben, aus offensichtlichen Gründen. Für den Rest des Geldes kann man sich eine Vollkaskoversicherung gönnen und die Kfz-Steuer 3 Jahre im Voraus zahlen, weil man Steuerzahlen so geil findet. Vor allem, wenn abends das ZDF sagt, dass Intelligenzbestien 300 Millionen Euro an Steuergeldern nach Südafrika überwiesen haben für deren Stromnetz. Die Frage, die sich einem hier stellt, ist, wer hört freiwillig Schlager im Auto und denkt sich, ja Mann, das fühle ich. Diese Leute kaufen einen Ford Fiesta. Ein quasi Neuwagen kostet keine 20.000 Euro und sieht so spektakulär aus wie man selbst. Man geht nur sofort, um sich einen Mustang zu holen oder wie andere einen Pickup, aus offensichtlichen Gründen. Es steckt ja in dem kleinen Auto die gleiche Infotainment-Technik drinnen wie bei den großen. Wieso auch einen Mercedes CLS zum Beispiel fahren, wenn man einen Fiesta haben kann? Hauptsache dann über Assis beschweren, die mit ihren dicken Karren rumfahren und mehr Leistung haben als man selbst. Meist kommt die Unterhaltskarte ins Spiel bei solchen Diskussionen, weil Arbeiten an einem Ford ja mit nicht erfahrener Liebe bezahlt werden. Die Qualität in einem der billigsten Autos ist auch dementsprechend so konstruiert, dass sie irgendwie hält. Tatsächlich so gut, dass Ford sich dazu entschlossen hat, den Ford Fiesta nach 8 Generationen einzustellen, weil zu wenig Leute das Ding kaufen wollte. Oh, ich frage mich auch nur warum. Vielleicht liegt es an den Problemen, die er mit sich bringt. Gebrochene Federn, Kühlwasserverlust und ausgeschlagene Achsgelenke sind dann nur die Spitze des Eisberges. Trotz Zahnriemen kommt es manchmal zu Motorschäden aufgrund von Qualitätsproblemen. Der Bremskraftverstärker ist problematisch, diverse Teile sind nicht solide verbaut worden, es gibt Geräusche während des Fahrens, was alles nicht unbedingt für das Auto spricht. Immerhin ist er mit seinem 1 Liter Öko-Fritzenmotor sparsam unterwegs. Man könnte da noch weiter drauf rumreiten, aber auch Mobbing wird irgendwann langweilig. Oder anders ausgedrückt, ist Nekrophilie nicht für jeden etwas. Es gibt auch Muttis, die sich einen Citroën C3 U holen. Das Ding kriegt man als Neuwagen für 15.000 Euro. Argumente, die dafür sprechen, sind Bicolor, Sitzheizung und 82 PS, mit denen man in einer Woche bis 100 beschleunigt. Mit diesem Auto behindert man den Verkehr und vor allem sich selbst beim Voranschreiten im wörtlichen Sinne. Innen hat man feinstes Plastik und das Design von einem Second-Hand-Laden. Das Design ähnelt einem Toaster und allgemein wirkt das Ganze nicht sehr sicher. Citroën-Fahrer sind so welche, die ihr Auto als Zitrone bezeichnen. Meist sind das irgendwelche Boomer in Foren, die sich im Real Life leider genauso ausdrücken, weil sie es witzig finden, um von ihrer fehlenden Mundhygiene abzulenken. Detlefs dieser Welt geht mega eine ab auf einen VW Passat. Der B8 ist das Objekt der Begierde, weil Dieselfahrzeuge mit wenig Kilometern teilweise für unter 20.000
2021 zu haben sind. Ein Passat steht für Historie, da die Besitzer davon gerne in einem Passat B1 gezeugt wurden nach einem Woodstock-Festival. Die wahrscheinlich beste Verhütungsmethode der Welt war damals noch leider nicht erfunden. Ihn einfach vorher rausziehen. Ergo haben sie ein anderes Verhältnis zu einem Passat. Oft wird ihnen eingetrichtert, dass ein Passat mit dem konzerninternen Bruder Audi A6 konkurriert. Doch das ist schlichtweg gelogen. Er hat die gleiche Plattform wie ein Golf 7 und ist somit nichts Besonderes. Dieser Fakt wird jedoch gekonnt ignoriert in der Stammkneipe und am nächsten Tag wird einfach so getan, als ob man nicht mit Roofies betäubt wurde und mit ausgedehntem Schließmuskel aufgewacht ist. Unter der wöchentlichen Dusche wird trotzdem stets darüber geheult. Da man zu geizig ist, sich was Vernünftiges zu kaufen, muss der Golf-Innenraum auch hierher. Das bedeutet, dass das Standard-Navi wahrscheinlich auch 1:1 aus einem Golf stammt. Beim Passat muss man nämlich das teurere Navi nehmen, damit man weniger nach Kinderfahrrad-Sitzschnüffler ausschaut. Ein voller VW Passat kann gerne 80.000 Euro kosten. Da die meisten gleich einen Audi nehmen, sind die meisten eher bedacht, einen günstigen und somit nackten Passat zu nehmen. Der Öko des Jahres Award geht an jemanden mit einem BMW i3. Man muss schon echt Lack gesoffen haben, um vor dem zu stehen und sagen, ja, der ist schön. Darin sehe ich mich. Dass man praktisch unbumsbar ist mit so einem Ding, wird einfach hingenommen. Der i3 ist ein fragwürdiger Kleinwagen von BMW und das erste Auto der Submarke BMW i, sprich deren Ökodivision. Anfangs war das Auto als Plug-in-Hybrid optional wählbar, wo BMW dann einfach einen Range Extender verbaut hat, was bedeutet, dass ein Motorradmotor reinkam und ein 9-Liter-Tank, der nach 4 Minuten leer war. Um damit natürlich die Batterie zu laden, damit man elektrisch fahren kann. BMWs Anspruch war, dass der i3 günstiger als ein 5er sein sollte. Dass er auch günstiger als ein 3er war, ist ihnen wohl nicht in den Sinn gekommen. Wahrscheinlich klang 5er BMW im Vergleich halt besser. Oder man wollte einfach nur angeben, dass man die Zahl 5 kennt. Auf jeden Fall ist der i3 ein Elektroauto, wo man fast eine Stunde braucht, um sein Auto vollzuladen. Insofern man die Combo 2 Ladebuchse als Sonderausstattung ausgewählt hat, um eines Tages eine Erektion zu erhalten. Seit 2018 ist das aber Serie. Wenn man das Auto aber nur per 230 Volt Steckdose laden kann, dann darf man trotzdem weiterhin bis zu 11 Stunden warten. Dieses Auto symbolisiert die Zukunft mit seiner Technik sowie Optik. Leider wurde der i3 2022 eingestellt, weil man die Produktionskapazität für andere Autos braucht. Eine nette Umschreibung dafür, dass er Dreck ist, obwohl die Verkaufszahlen in Deutschland in den letzten Jahren sogar hochgingen. Für ca. 18.000 Euro kriegt man also ein hässliches Auto, wo man in der Realität 200 Kilometer weit kommt und als Marketingstrategie wird aktuell der Wärmepumpenfilm gefahren. Das Auto hat wohl nämlich eine. Für das gleiche Geld kriegt man auch einen Toyota CHR, aber als Benziner mit einem 1,2 Liter großen Vierzylinder, der 116 PS leistet. Dieses Karen-Auto ist optimal, um allen zu zeigen, dass man kein Auto fahren kann. Männliche Toyota-Fahrer gelten als umweltbewusst, bescheiden und weltoffen. Das heißt natürlich übersetzt, dass sie Sandalen mit Socken tragen, nicht duschen, Urlaub in Thailand machen und Jungfrauen sind. Wusstet ihr, dass Lexus zu Toyota gehört? Das hier ist zum Beispiel mein Lexus. In der Kneipe wird Apfelsaft bestellt, statt der Ortsbrause namens Bier und Korn, wo man verdienterweise rausgemobbt wird. 2018 kostete das Ding noch als Schalter 22.000 Euro neu. Innerhalb von 5 Jahren hat der knappe 20% an Wert verloren, wenn man davon ausgeht, dass der Besitzer in den 5 Jahren rückwärts gefahren ist und daher eine Laufleistung von 30.000 Kilometer zustande kommt. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass die Dinger nicht wirklich kaputt gehen und Toyota eine Garantie von bis zu 10 Jahren bzw. 160.000 Kilometern gibt. Wieso sich andere Hersteller ihrer Sache nicht ganz so sicher sind, lassen wir jetzt mal so im Raum stehen wie die Ehefrau, nachdem sie wieder die falschen 4 Bierkästen alleine hochgeschleppt hat. Sollte man nichts gegen ordentlich eingefurzte Kias haben, die nach 3 Jahren noch 4 Jahre Garantie haben mit weniger als 80.000 Kilometer, dann ist der Kia Proceed auch noch so ein Ding der Begierde. Kias waren bisher keine Augenweide. Doch mit dem Seat hat sich das geändert. Proceed ist lediglich die Shooting Brake Variante. Logischerweise ist der Seat SW die Kombi-Version. Wo kommen wir denn dahin, wenn das nicht so wäre? Der Proceed hat in der Mitte diesen lässigen Lichtstreifen aka den Bremsstreifen. Seit 2018 gibt es den neuen Seat, welcher in der Mittelklasse angesiedelt ist, allerdings auf dem Hyundai i30 basiert. Ihr wisst schon, GTI-Fahrer im Outfit des Japaners, weil die Santander Bank nicht mal so leicht Golfs finanziert. Bei Kia ist das Gute, dass es 7 Jahre
Jahre Garantie gibt auf das Auto. Somit kann man noch eine ganze Weile stressfrei fahren und da sind die 20.000 so gut angelegt wie Bitcoin Anfang Januar. Um seine Zulassungszahlen zu frisieren, hat Kia sich an einem einfachen Trick bedient. Nicht, dass sie gelogen haben, aber sie haben andere Modelle auch Seat genannt. Der X-Seat ist ein SUV, der normale Seat ist irgendwas anderes und der Pro-Seat eben ein Shooting Brake. Somit treibt man das Ganze künstlich in die Höhe, um abends beim Karaoke gegenüber den Japanern anzugeben. Die S-Klasse für Obdachlose, wie sich in Fachkreisen darüber echauffiert wird, nennt sich Renault Talisman und ist der Versuch, Luxus an das Fußvolk näher zu bringen. Luxus muss nicht unbedingt teuer sein, weshalb auch Sozialleistungsempfänger auf ihren Yachten unterwegs sind. Ein Renault kann das genauso gut, wie man anhand seiner Zulassungszahlen sieht. Er wurde mittlerweile eingestellt. Angesiedelt ist er in der Mittelklasse, wo er mit 3er BMWs konkurriert und verliert. Renault selber redet sich selbst was ein, zwecks gehobener Mittelklasse, was de facto das gleiche ist. 36.000 bis 45.000 Euro war wohl zu viel Geld für einen Renault. Luxus kennen Renault-Fahrer in der Regel quasi nicht, sonst würden sie ja direkt VW fahren. Daher kriegt man gebrauchte Autos mit moderater Laufleistung bereits ab 16.000 Euro. Nun, ist er denn auch gut? Naja, wenn man von der zu schwachen Batterie, kaputten Turbos, undichten Injektoren, teilweise fragwürdigen Verarbeitungen, Auswahl der Elektrik absieht, dann bestimmt. Einige haben Probleme, andere wiederum nicht. Man muss eben Glück haben. Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, dann beglücke ich euch oder so. Keine Ahnung, macht das doch einfach. Tschüss.